Seid gegrüßt, liebe Cube World Fans, liebe Cube World Freunde. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder zurück in der Klötzchenwelt. Und guck mal, wer hier ist. Da steht einer hinter mir. Ah, ich habe mich doch versteckt extra. Ja. Ihr habt vielleicht schon gesehen, ich bin diesmal im Cube World Multiplayer, wie ich es denn tatsächlich jetzt schon irgendwie ewig lang versprochen habe. Und bei mir ist der gute Opa. Ja, nee, der gute Zeron. Der gute Opa. Hallo. Der Herr Zeron. Mit seinem Sensei-Bart, der, Senseo-Bart, genau. Senseo-Bart, der hat sich bei mir gemeldet und wir wollten dann zusammen einfach mal ein bisschen Cube World machen. Ja, und da ich das Cube World Let's Play gerne weiterführen wollte, habe ich halt gesagt, na, dann lass uns doch zusammen machen. Ich musste mich jetzt unterordnen und hier einen neuen Charakter erstellen, einen Magier mit so einem albernen Stab. Und ich will mal sehen, wie das funktioniert. Nicht. Und ja, wir schauen einfach mal. Ich mach mal ein paar Flips um dich rum. Ja, ich der bin ist ja total aufgeregt, der du Typ. Du bist jetzt kein, Rogue mehr, nur ich nur. Du bist jetzt ein Magier. Ja, deshalb stehe ich hier auch nur und konzentriere mich. Ja, du meditierst sozusagen. Lass uns einfach mal loslaufen, weil ja, du bist Freunde, ja jetzt wieder Level 1, nicht 0, wie wir erst vermutet hatten. Wir hatten ein bisschen Probleme bei der Server-Erstellung, ne? Es war ein bisschen seltsam. Also Cube World, ich hatte das ja schon in meinem Tutorial gesagt, hat immer noch ein bisschen Probleme beim Server machen. Ach kaum. Nein, überhaupt nicht. Wir haben jetzt nicht ungefähr 3 Stunden, naja gut, vielleicht eine Stunde. Aber die dann auch wirklich, ja. Das Ding ist halt, da ist halt alles so ein bisschen undurchsichtig und wir haben halt ganz viel probiert und am Ende hat es dann doch geklappt. Am Ende war wie immer alles gut, ne? Das kann man schon so sagen. Das kann man so sagen. Und ja, jetzt können wir auch endlich mal wieder Cube World spielen. Ich habe auch im Moment wieder ein bisschen Bock darauf, auf jeden Fall. Dito, also. Kommst du auch? Ja, ist nicht so einfach. Alter, ja, Mann, ja. Ist kein D-Zug, ne? Ich leg mich jetzt hier. Also, Freunde, ne? Falls das nicht mitgekriegt habe, ich bin jetzt Magier, ich kann ja solche Sachen. Wow. Ja. Und gibt's sowas. Den Busch. Oh, ich habe den Busch getötet. Und dann kann ich das auch gleich mal einsammeln. Haben wir eine Spinnenwebe. Ich habe mich mal auf mein Gesicht gelegt und mein Hase legt sich treu oder neben mich. Da hinten rennt ein Gegner. Ich bin geheilt. Wollen wir mal unsere erste Mob-Gruppe verhauen? Hier den Ork da. Der kommt auch uns gerade recht. Aber denk mal, ich bin noch ganz... Guck mal, der hat einen Backflip gemacht. Hast du das gesehen? Nee. Moment. Halt, das geht ja gar nicht. Ich würde dir empfehlen, mal zum Wassermagier zu wechseln. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ja, ich glaube auch. Aber erstmal zünde ich den hier ein bisschen an und jetzt ist er nieder. Geil. Und ich habe, glaube ich, auch einen Punkt gekriegt. Das ist doch schon mal viel wert. Ein XP. Ja, ein XP, juhu. Das ist ein bisschen, ja. Ja, ihr seht schon hier, der Simon, der uns hier jetzt begleitet, das ist ein Frosch. Ja, und, ein Frosch-Ninja, hallo? Ninja-Frosch. Das ist das Coolste, was man sich doch wohl irgendwie vorstellen kann. Und da der Garon momentan nicht verfügbar ist irgendwie, der hat sich schon länger nicht gemeldet, weil sein Internet, glaube ich, spinnt, haben wir uns jetzt ja einfach mal zusammengetan in dieser schönen Fantasy-Welt hier und rennen jetzt hier zusammen durch die Gegend und machen ein bisschen Döniken. Und noch mehr Orks hauen. Und noch mehr Orks hauen. Einen haben wir ja schon. Ja, und ich mache noch mehr Flips. Backflips. Ja. Pass auf. Also, du kannst ja gar nicht rückwärts laufen. Habe ich ganz vergessen. Wie mache ich denn das jetzt? Weil du musst jetzt warten, bis ich diese Treppe hochgeflogen bin. Ich kann das auch. Guck bin. Mal. Das, hast du nein, das gesehen? Das war ein doppelter Salto. Ich habe nichts gesehen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Licht an. Ja. Licht aus. Licht ging mit Taschenlampe, ne? Also F. Genau. Ja, ich habe eine grüne. Hast du auch eine grüne? Warte mal, so eine epische. Ja, epische nein, Lampe. Ich habe eine normale. Bei mir ist alles noch normal. Ich bin ja ganz am Anfang. Das habe ich rausgefunden. Das ist ganz witzig. Diese epischen Lampen, also grüne, es gibt auch noch seltenere, die einen größeren Lichtradius haben, weil es dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass der eigentlich ziemlich klein ist. Ah ja. Der Lichtradius. Ja, der ist sehr klein. Ja, die gibt's einfach auch in Starterstätten. Also es ist ganz Wurst, es hängt nicht von deinem Level ab, sondern einfach nur von der zufallsgenerierten Map, ob du jetzt in der richtigen Stadt gelandet bist. Hier ist so das heißt, theoretisch, blöder Terrier, den kann ich gar nicht verprügeln. Ah, wir sind gerade in der Stadt, das ist ja schön. Ja, dann sollten wir vielleicht nicht die Hunde der Dorfbewohner töten, ich glaube, das mögen die nicht so. Vor allem finden die das voll interessant, dass wir die verprügeln wollen, das interessiert die gar nicht hier. Nö. Jedenfalls kannst du theoretisch, wenn du so epische Lampen haben willst, wir können hier im Shop ja mal gucken, ob es eine gibt für dich. Ja. Kannst du theoretisch einfach 100 oder 1000 Städte erstellen, bis du so eine lila Lampe mit einem 2 Kilometer großen Leuchtradius so ungefähr bekommst, wenn du möchtest. Ja, okay. Und du hast gleich einen gekriegt, oder was? Nee, auch weil halt, ich habe ein bisschen rumexperimentiert und auf einer anderen Map dann irgendwo zufällig in der Stadt dann halt die Lampe gefunden, was ich eigentlich ganz witzig fand. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich dachte auch erst, es hängt vom Level ab oder so, aber nee. Du sagtest ja gerade schon, ich soll eventuell auf Wassermagier umstellen. Ja, mach mal. Wie war das weißt jetzt du nochmal? Noch, ich muss auf. Ha!
Du siehst hier aus wie der alte Sensei, da musst du auch wissen hier. Ja. Sensei. Ich mache nochmal ein paar Flips um dich rum. Ich muss irgendwo. Okay, warte. Nee, ich erklär's dir. Also du musst in dein Skill-Menü gehen, wenn ich das jetzt nochmal finde. Warte, F1, bla. Ja, wo sind denn die Skills? Ach Mann, ich habe das ja auch schon länger nicht gespielt. Ah ja, da merkt man's. X ist dein Skill-Menü. Ja, okay. Ja. Und da oben hast du dann die Auswahl zwischen deinen zwei, also Feuer und Wasser. Und da klickst du einfach drauf und dann auf okay, das sollte klappen. Vor allem kostet dich das jetzt ja noch nichts, weil du erst Level 1 bist. Wenn du höher bist. Und jetzt muss ich wahrscheinlich hier auf Learn gehen, ne? Genau. Wenn du höher bist und umspecken willst, so ungefähr, musst du hier hingehen. Das ist der Magier-Trainer. Und? Das weißt du wahrscheinlich schon, oder? Ja, da war ich schon mal. Also ich bin ja kein Magier gewesen. Ja, genau. Du musst aber einfach zu deinem Trainer gehen, zum entsprechenden in seiner Nähe stehen und um den rum Backflips machen. Ah, okay. Nee, Quatsch. Du musst in seiner Nähe einfach nur stehen und dann kannst du deine Skills einfach neu verteilen. So, das kostet dann aber Geld. Aber kannst du nur, wenn du in der Nähe vom Trainer stehst. Der kriegt dann Geld von mir. Ich werde einfach gleich optimal skillen. Der sieht auch so, hier so im Schatten steht er hier so. Das sieht schon so ein bisschen so verdächtig aus. Ja, hier. Verdächtiger Typ. Mhm. Aber mit Leuten mit blauen Haaren rede ich sowieso nicht. Ja, Elfen oder so. Mit Elfen Anime. Schon mal gar nicht. So, was war das denn? Also lass mal hier, guck mal, das ist der General Store. Ja. Vielleicht hast du Glück. Vielleicht habe ich ja Glück. Habe ich die R-Taste nicht gefunden oder so. Ja. Warte mal, wenn wir noch einer hier. Guck, das sind ja zwei. Oje. So, wenn du Glück hast. Die ist blau. Nee, das ist eine normale Lampe, oder? Ja, das ist eine normale Lampe. Okay. Schade. Aber eine Karotte gibt's hier. Wenn du auch einen Hase haben willst. Hast du schon ein Pet? Nee, ich habe noch kein Pet. Ich hab hier so einen Kampfhasen. Hier. Ja. Kung Fu Karnickel. Ja, aber vielleicht soll ich dann doch eher ein anderes Tier nehmen. Mal sehen. Ergibt sich vielleicht. Ja, ich denke mal, dass wir da auch noch Petfood finden. Oder ja, so. Denke ich auch. Okay, jetzt To Adventure. Wollen wir mal so in Richtung von so einem Dungeon laufen? Also ich würde sagen, guck mal. Ich würde sagen, ich muss erstmal ein paar Gegner plätten, damit ich mal ein bisschen Ach ja, dann laufen wir einfach mal wild drauf los. Genau. Du solltest dir aber, wie viel Kohle hast du denn? Ich weiß nicht, ob ich dir Geld auf den Boden droppen kann oder so. Geld. Ach, weißt du, was ich machen kann? Pass mal auf. Ich gebe dir mal ein paar Flaschen. Ja. Hier, das sind 50 Flaschen. Ja, okay. Die kannst du mit Wasser füllen, weißt du, du brauchst ja irgendwie Tränke und so. Muss ich zum Brunnen, ne, glaube ich. Genau, ja. Ich muss mir auch mal neu. Habe ich jetzt eine geschmissen oder alle? Hast du eine oder? Moment, da muss ich nochmal gucken, wo die jetzt sind. Das ist ja hier. Ich hab, glaube ich, nur eine geschmissen. Ah, ist das ärgerlich. Okay. Tatsächlich. Warte mal, da muss ich jetzt mal 50 Mal klicken, warte kurz. Du fängst die, glaube ich, auch gleich wieder auf. Nein, die liegen da alle in einer. Du musst auch 50 Mal drücken. Ja, natürlich. Naja, das sollte reichen. Ich hab noch vier Potions. Ja, naja, weiß nicht. Egal, lass uns dann mal zum Brunnen. Ja. Ah, Mensch. Jetzt zeig ich euch erstmal ordentlich Flaschen. Wo ist denn hier der Brunnen? Wir gucken mal. Da hinten. Wir sind ja doch vorbeigelaufen, oder? Bin ich jetzt blöd? Nee. Das ist kein Brunnen. Hier, meine Ninja-mäßige Auffassungsgabe sagt mir, dass wir an dem Brunnen vorbeigelaufen sind. Ah ja. Und zwar ist er hier, genau. Hast du ihn gefunden? Ja. Okay. Ich bin immer noch ein Ninja. Alles ist in Ordnung. Alles gut. Flips. Ich muss mich an diese Magier-Position jetzt einmal gewöhnen, denn eigentlich war ich ja auch hier so ein Draufgänger wie du. Und jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich hier als Magier mich verdinge. Ah, oben ist ein Brunnen. Hat auch seine Vorteile. Also musst dich nicht prügeln lassen, kannst schön außerhalb stehen und Feuerbälle werfen. Ist und schon schön. Hoffen, dass mein Krieger so lange durchhält, dass ich nicht aufgefressen werde. Das ist schon mal gut. Ja, Vorteil ist, ich bin gar kein Krieger. Nee. Und lauf einfach weg. Okay. Das heißt ja auch Schurke. Moment, jetzt mal kurz auf C drücken. Ist total lauschig hier im Brunnen. Schön hier, so ist wie ein Jacuzzi, ein Mittelalter-Jacuzzi. Mittelalter ist ja auch nur, ist der knietief oder kann man auch abwärts tauchen? Also bei mir guckt nur der Kopf raus. Das ist ein ziemlich ineffektiver Brunnen. Das ist eigentlich einfach nur eine Wanne, wenn man es jetzt tatsächlich macht. Planschen gerade schön. Schön, ich fülle meine Flaschen auf und mache was Nützliches. Ach so, okay, wie mache ich das? Naja, C drücken, also die Crafting-Taste und dann gehst du auf das letzte Ding, da mit dem Stein und dem Faden, das sind deine groben Materialien, glaube ich. Ja, so okay. Und dann füllst du die Wasserflaschen einfach. Einfach auf das Schwert draufklicken wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Genau, ja.
Kannst du gedrückt halten, einfach. Aber ja, hast du schon richtig erkannt, dazu musst du halt in der Wasserquelle stehen. Und ja, ich kann mir jetzt auch gerade, weil ich habe Wasserflaschen, kann mir gerade noch ein paar Potions machen. Ja, sicher! Was soll das denn hier? Komm mal raus! Komm mal. Hör mal auf zu baden. Wir werden hier hinterrücks von Assassinen angegriffen. Ist das jetzt ein Heilzauber, den ich jetzt mache, oder ist das ein... Ja, wenn, also... Du machst den Schaden, das ist ja das, was ich so super overpowered finde an diesem Mage. Du machst den Schaden und gleichzeitig heilst du mich, wenn ich in der Nähe stehe. Ah, das ist doch gut. Ja, und hast du schon eine andere, du hast ja bestimmt die Starterwaffen, ne? Du kriegst ja am Anfang so, ich habe auch übrigens einen Stab gefunden hier, den kannst du haben, wenn du willst. Ja, warte, okay, warte, hol ich mir. Schmeiß ich den mal dahin. Die kann ich jetzt auch auf C irgendwie vergleichen, ich habe auch noch, ne, hier noch was anderes für dich. Hier, guck mal, ist ja wie Weihnachten. Ah, okay, warte, Moment. Nee. Ach, Schuhe oder was sind das? Ich glaube Schultern. Schulterpads. Schulterpads? Ja. 90er Jahre. Schulterpads. Kann ich die auch irgendwie ausrüsten? Wie? Warte, Moment. Da muss ich ja mal gucken. Also wie schon gesagt, ich muss mich da erstmal wieder reinfinden, das Ganze. Ich auch. Ich habe das ganze Mal nicht mehr gespielt. So, wie war das jetzt? Wie kann ich das ausrüsten? Muss ich da auch auf X oder auf. Nee, nö, da drückst du auf I, Inventar. Ah ja, genau. Inventar. Genau. So. Und dann sollte das eigentlich relativ selbsterklärend sein. Ja, ist es. Guck mal hier, Adventuring 101. So, wo kann ich die hinpacken? Aber das hilft nicht nur dir, sondern auch mir, weil ich auch überhaupt nicht mehr weiß, wie hier alles funktioniert. ja. Neck, Shoulders. Ah, guck mal, schön rot. Toll, ich passt auch zwei Ringe. Überhaupt nicht zum Rest. Nee, überhaupt gar nicht, ne? Sieht aus, als ob du irgendwie ein bisschen zu viel getrunken hättest mit roten Bäckchen dann so am Vortag in der Kneipe ein bisschen durchgezecht. Okay, jetzt habe ich hier zwei Stäbe. Damage 8 und HP 5. Und der andere, ich glaube, den hast du mir jetzt gegeben. Ja. Der ist Damage 9,7 und HP 3,8. Tempo. Ja, mehr Damage. Der ist auf jeden Fall gut, sage ich mal. Eine klare Wahl. Dann würde ich den mal ausrüsten. Moment. Ich verprügel währenddessen mal hier und Vogelscheuche. Ach, das ist der schon wahrscheinlich, oder? Boah, das ist eine unbesiegbare Vogelscheuche. Oh Gott. Das ist der härteste Gegner, den ich jemals getroffen habe. Ich habe dem nicht mal einen Kratzer gemacht. Ja, ich versuche derweil noch meinen Magier auszurüsten. Right Weapon, Left Weapon. Wie kann ich jetzt? Ja, schon schwer, ne? So das Abenteuerleben. Ja, das Abenteuerleben ist eins der härtesten. Also ich kann den nicht nehmen, wahrscheinlich, weil mein Level noch nicht reicht, ne? Oh ja, dein Power Level. Power 10, der ist Power 1 und der wäre auch Power 1 plus. Ja, da muss ich den leider erst nochmal behalten. Ich behalte ihn aber im Inventar, dann irgendwann kann ich ihn ja vielleicht ansetzen. Wechsel mal, du hast ja am Anfang so Starterwaffen bekommen als Magier. Solltest du jetzt noch so einen Wand haben, also so einen normalen kleinen Zauberstab oder sowas in der Art? Ja, habe ich. Nimm den mal, rüste den mal aus. Ja. Der macht jetzt nämlich andere Attacken, ne? Oh. Also schieß mal mit dem. Okay, warte mal, okay. Mit den Maustasten einfach mal losballern. Genau, und siehst du, was der hinterlässt hier? Baller mal hier auf mich. Mach mal. Mach ruhig. Ja, da, hier. Diese blauen leuchtenden Zonen, Felder, ja, diese Pfützen, das sind Heal Zones. Healing Zones. Oh, cool. Kann ich mir da auch selber mitteilen? Ja. Ja, ich denke mal. Aber ich habe ja noch nichts verloren. Genau. Und wenn du halt, du kannst ja auch dann aufladen, ne, mit der rechten Maustaste und ein größeres Ding. Ich weiß gar nicht, was das jetzt bei dem Stab ist. Versuch mal. Ja. Das ist ein tragbarer... Oh, der hält länger an. Also die Zone bleibt jetzt länger. Das ist schon mal ganz cool. Und die anderen Sachen, die du hast, also hast du ja noch, glaube ich, so Bracelets, also so Armreifen. Ja. Ist schöne Fashion-Accessoires. Das ist aber auch eine Waffe. Mit denen schießt du so Dragon Ball-mäßig die ganze Zeit. Piu, piu, piu. Ah, das ist auch cool. Ja, die finde ich eigentlich am coolsten, muss ich sagen. Mhm. Weil du damit halt mit jedem einzelnen Projektil, weil das so viele sind, machst du eine... Das Schwein geheilt. Ich heile euch alle, ich bin der Heiland. Oh, ich hätte gerne so ein Schweinepad. Das würde ich auch gerne. Würde ich gerne reiten. Auf so einem Schwein. Das okay, dann lass uns hier mal ein paar Leute aufmischen. Jetzt haben wir uns ja ausgestattet. Ja, jetzt sind wir richtig bereit, hier mal richtig total auf den Putz zu hauen. So, Licht an. Ah, da kommen schon welche. Elfen. Aber die sind ja freundlich. Ah, total. Hallo. Hi. Na? Auch nichts los bei euch? Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier einfach in die Wildnis und. Verdingen uns mal ein bisschen und werden mal ein bisschen erfahrener und so. Vor allen Dingen ich muss ja erstmal meine... muss wieder aufholen. Die Hörner abstoßen, sagt man. Hm. Kann ich jetzt mit dem Ding nur heilen, oder? Ich denk mal. Das nee, also das ist ja das Tolle am Wassermagier. Du heilst und machst Schaden mit egal, was du für Angriffe machst. Ja.
Und du kriegst halt auch noch als Spezialskill, den du benutzen kannst, der ist schon tot. Okay, schade. Aber schieß ruhig noch mehr Wasser in das Wasser. Wasser in das Wasser, ja. Ja. Kann ich ja noch ein bisschen heilen. Füll den Swimmingpool auf. Das ist total praktisch, so ein Wassermagier dabei zu haben. Oh, Pferde. Lass uns die alle abschlachten. Okay. Oh, sonst freut man sich immer über Pferde. Nö. Die hier sind easy XP. Okay. Jetzt kommen die aber alle angerannt. Cube World Pro Gamer. Nee, die Pferde sind tatsächlich ganz einfache Ziele. Weil guck mal hier, bei mir sind die... Oh. Ich weiß nicht, wie sie auf deinem Level sind, aber für mich sind die halt... Ja, für mich sind die gerade tödlich. Ja, okay. Bei mir sind die halt blau und orange, also machbar auf jeden Fall. Also tödlich. Warte ich mal, bis du wiederkommst. Ja, ich komme gleich. Aber ich glaube, eigentlich solltest du Erfahrung kriegen, egal wo du auf der Map bist. Ich glaube, das haben sie noch nicht angepasst. Okay. Also wenn ich die jetzt hier umhaue, solltest du trotzdem die Erfahrung kriegen. Meiner Meinung nach. Okay. Ich komme mal zu dir rüber. Weil die geben tatsächlich 4 Erfahrungen pro Pferd. Und es war ja eine ganze Menge. Also da solltest du jetzt... Oder? Wie sieht's aus? Ich guck gerade mal. Ja, 4 Erfahrungen habe ich, ja. Cool. Okay. du hast das Eichhörnchen verärgert. Das ist der größte Fehler. Ja, das böse Eichhörnchen. Das ist sogar für mich rot. Da hinten kommt noch eins. Geh weg da. Ah. Warte, ich komme mit meinem Heilzauber. Sein Kumpel. Ich weiche den nur aus. Ich mache Backflips. Macht da überhaupt keinen Schaden bei dem doofen Eichhörnchen? Ey, ich hab's umgehauen. So, jetzt voll drauf. Voll rein, hey. So, warte. Ah. Nimm das, Eichhörnchen. Ich heile dich dabei gleich nochmal ein bisschen. Ah, cool. Ja. Neuer. Das jetzt haben wir besiegt. Heimlich mal. Machen wir. Warte. Mal gucken, wie gut das klappt. Oh. Naja. Ja, naja, doch, schon. Es passiert auf jeden Fall was. Okay. Ich trinke trotzdem mal einen Trank, weil ich Also, ich will dich jetzt nicht in deiner Rolle als Heiler hier irgendwie. Diskriminieren, weißt du, ja, ist klar. Ja, ja. Wer braucht schon einen Heiler? Ja. Also ich finde das schon ganz praktisch, einen Heiler dabei zu haben. Es klappt doch ganz gut. Ich bin jetzt hier im Hintergrund und die Rolle gefällt mir ganz gut. Ja. Ja. Und so machen wir die auch ganz gut fertig, ne? Oh, ich denke auch. Ich bin hier nur. Oh nein! Bin ich der, für den du mich hältst? Das ist der Kämpfer. Also dass die jetzt noch nicht verstehen, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Als ob du den. Oh, Ananas. Ich nehme alle mit. Du kriegst keine. Ich will auch ein paar. Na gut. Warum kriege ich keine? ist das eigentlich normal, dass hier so in so einem normalen Klima Ananas wachsen? Klar, das hier ist doch Fantasy-Universum. Okay. Ich finde sowieso ganz witzig, was die hier so an Nahrungsmitteln haben. Ginseng und so Sachen. Ja. Hä? Was? Das ist schon eine eigenartige Welt. Verbrüte mal hier die Scarecrow. Hau mal ein bisschen drauf, da merkst du, das ist der Endgegner von dem Spiel. Den können wir jetzt erst mit Level 5000 umhauen. Siehst du das? Ja, warte, kann man da mal ein bisschen dran üben? Aber das rockt ganz gut, ne? Das macht schon, also das halt schon. Also auf jeden das Fall gibt gut. Ungefähr 8, 9, 8, 9. Und wenn ich hier diesen, den mache, der gibt ein bisschen mehr. 16. Ja, du machst definitiv größere Zahlen als ich, aber ich mach wahrscheinlich schneller. Schneller, Schaden. Genau. Hm. Ja. Oh, so ein Oger. Wollen wir uns mal richtig verprügeln lassen? Nein. Na komm. Ich sammle lieber noch ein paar Wassermelonen hier oder sowas ein. Ich habe nicht, angelockt. Wassermelonen, die gibt's glaube ich nicht. Also soweit ich weiß, habe ich noch keine gesehen. Ich war im falschen Spiel, wahrscheinlich. Ja, das mag sein. So ein anderes blockiges Spiel so. Ja, könnte sein. Mit Blöcken und bunt und... Wofür braucht man diese Wassermelonen? Wäre jetzt meine Frage. Du meinst Ananas? Ananas. Warte, ich hau erstmal hier dem Radieschen aufs Auge. Moment. Radieschen? Ja, ein Radieschenmann. Da, hab ich zerschnetzelt. Ja, hier sind gerade 2 Elfen, die mich fragend angucken, dass du den armen Radieschenmann getötet hast. Ach, guck mal, da oben ist eine Hütte. Warte mal. Ach, ich wollte gerade gucken. Das ist wahrscheinlich der Ort, ne? Ah ja, das solltest du haben. Du hast ein Ananas-Rezept, das kannst du auch, weil ist ja sonst irgendwie blöd, ohne Feuer benutzen. Da kannst du aus einer Ananas so Ananas-Stückchen machen und die kannst du auch essen. Halt. Wo sehe ich das Ananas-Rezept? Auch bei C und dann Nahrung. Nahrung, ja. Also das mit dem Topf. Das mit dem Topf, okay. Ja. Ah, und da kann ich da jetzt aus meinem Ananas sozusagen... Ja. Moment. Aber... Ananas-Scheiben. Das mit dem Topf. Dekorativ für Cocktails und. Ah ja. Ah ja, gut. Und auch mal so zwischendurch. Boah, da muss man jetzt jedes Mal einzeln drücken? Ja, das ist auch eine der Sachen, die mich Ananas. Am meisten nervt. Boah, toll. Da kannst du eine Ananas-Party schmeißen. Ja, oder eine große Bowle machen wahrscheinlich. Hm. Das
Ist ja schon irgendwie lecker, jetzt habe ich doch Hunger. Verdammt. Aber ich finde, das ist schon irgendwie ziemlich nervig, dass du für jedes einzelne, was auch immer du craftest, ob du jetzt was schmilzt oder so eine Ananas da zerteilst, immer so eine Bar abwarten musst. Das läuft dann ja so voll, so eine Bar, die du abwarten musst. Ja. Und dann für 50 Dinger jedes Mal irgendwie so eine Sekunde zu warten, ist schon irgendwie ätzend. Ich habe die jetzt alle verarbeitet. Ja, das hat auch ziemlich lange gedauert. Das hat ziemlich lange gedauert. Und jetzt habe ich diese Ananas-Scheiben wahrscheinlich, ne? Jetzt, ja. Die müsste ich eigentlich auch mal in meinem Inventar jetzt sehen, richtig? Eigentlich schon. Bei, Items müsste das sein. Nehme ich mal an. Ja. Also der Topf, Moment, oder der Sack. Gucken. Der Beutel. Ja. Ja. Beutel. Ich glaube, ich bin im falschen Menü. Also nee. I und Beutel. Da müssten Ananasscheiben sein. Ach ja, Moment, klar. I. Ja. I und Ananasscheiben. Und die kann ich jetzt, wie kann ich die jetzt essen? Die muss ich jetzt, Da musst du aus dem Menü wieder raus. Okay. Wo du jetzt so mühsam reingegangen bist. Ja. Und dann drückst du Tab. Während du stehen bleibst, weil wenn du dich bewegst, geht's wieder zu. Und dann kannst du so mit den, mit WASD kannst du dann hin und her schalten. Ah ja, okay. Dann wählst du die Ananas aus und drückst nochmal Tab und dann mit Q kannst du das dann futtern. Ah, ist klar. Aber denk dran, dass den Fehler mache ich immer noch, nachdem du die gefuttert hast, nochmal aufzumachen das Menü und dann wieder so einen Trank auszuwählen. Weil wenn du im Kampf dann mal eben einen Trank trinken willst und dich die ganze Zeit bewegen musst, weil du ausweichen willst und das Menü zugeht, ist ja schon ziemlich scheiße. Ah, das hast recht. Guck mal, was ich kann. Ich kann im Sitzen hüpfen. Kann das auch? Was? Das muss ich gerade ausprobieren. Moment mal. Hier, Leute, könnt ihr das? Nee, es geht wirklich. Wenn ihr das könnt, dreht mal ein Video davon und schickt es uns bitte. Was für eine Muskelspannung die erzeugen müssen, die Jungs hier. Da sieht man mal, wie viel Power die haben. Die bewegen sich ja nicht mal, die Beine oder so. Wir gucken guck mal, ich sitze immer noch. Guck dir das mal an hier. Ach du Scheiße, guck mal. Und so sieht das hier bei dem guten Simon aus. Ich esse ja nicht mal mehr. Ich sitze einfach nur. Ja, ich lasse ihn nicht aufstehen, weil ich die ganze Zeit hüpfe. Siehst du das auch? Das ist total gut. Ja, Kermit, jetzt komm mal. Ja, okay. Ey, du haust da einmal drauf, weißt du? Ich bin ja auch schon. Ja. Du bist ja schon ein erfahrener Ninja. Ja. Aber ich bin ja auch nur dein Novize, der Ninja-Novize sozusagen, der seinem Großmeister hier, um hier durch die Klötzchen. Guck mal, eine ganze Gang an Menschen mit bunten Haaren. Ja. Die sind aber nicht gut drauf, du. Ach, kein Problem. Ich heile. Ah, die haben wir fertig gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Hat das was gebracht, dass ich da jetzt die ganze Zeit geheilt habe? Ich glaube schon, ne? Also ich meine, ich habe jetzt volles Leben. Ja. Ich habe keinen Schaden genommen oder so. Das ist schon ganz praktisch. Und ich denke mal, wenn du ein höheres Level bist, dann... Es wird langsam dunkel, ey. Bist du schon Level 2D? Meinst du, dann kommen die Zombies oder was? Nee, aber ich hasse es, hier im Dunkeln rumzulaufen. Es ist einfach ziemlich dunkel. Ja, ich habe jetzt 21 von 50 XP. Ja, und, okay. Der will auch noch was. Boah, das dauert schon ziemlich lange, oder? Dann gehen wir mal hier die Hühnchen auch noch umlegen. Das könnte ein bisschen dauern, ja, bis wir da gleich sind. Also, du wirst ja auch mal ein bisschen Vorsprung haben, ist ja ganz klar. Hallo Hühnchen! Also aber Zauber, du würdest aber auch sagen, ne, dass Cube World schon 10-mal besser ist im Multiplayer. Ja. Ich glaube auch, wenn wir jetzt dann das erste Mal so ein Dungeon machen, dann merkt man das auf jeden Fall. Es ist einfach für Multiplayer ausgelegt und ich versuche hier die ganze Zeit ein Huhn umzubringen. Das ist total lustig. Ja. Ich habe auch hier so ein Schwert mit Zacken dran und alles. Ja, also. Ja, klar. Du bist ja schon etwas besser ausgestattet. Aber wie schon gesagt, wir mussten das so machen leider, dass wir jetzt beide hier, dass ich nochmal von vorne anfange. Haben uns darauf geeinigt. Ja, einstimmig. Einstimmig. Ja. Nee, es war tatsächlich ja kaum eine andere Möglichkeit, außer irgendwie 3 Stunden aufeinander zuzulaufen, denn Alter, ist derselbe Server, auf dem du ja schon mal gespielt hast. Genau, das ist eine Biene. Und ja, die wollte ich jetzt auch gerade, das war auch mein Ziel. Die ist aber viel einfacher, als ich jetzt gedacht hätte. Ich bin jetzt übrigens Level 5. Ah, das ist gut. Ich habe 30 und ich wandle langsam auf Level 2. Vor. Verteile ich mal meine Skillpunkte. Habe ich schon so einen Gleiter? Habe ich den? Nee, habe ich nicht. Mann, bin ich doof. Habe ich keinen Gleiter mitgenommen. Kann man die kaufen oder wie ist das mit den Gleitern? Da in dem General Store, wo wir schon waren, da kannst du so einen Gleiter kaufen.
Und das solltest du auch früh tun, okay, damit du einfach einen dabei was hast. Was ist das? Die sehen ziemlich bösartig aus. Nö, die sind ganz nett. Okay, ich habe eine. Die Spinnenweben habe ich jetzt auch mal eingesammelt, obwohl ich gar nicht so richtig weiß, wofür die sind. Du bist ein Magier, ne? Ja. Dann brauchst du jetzt auch neben Eisen. Nee, du brauchst gar nicht so wirklich Eisen, du brauchst Holz. Du musst immer Büsche umkloppen, wenn du welche siehst. Okay, weil das ist gut. Die mag ich gerne. Und Cotton brauche ich, glaube ich. Du brauchst tatsächlich, glaube ich, diese Seidenfäden. Also du brauchst diese Spinnennetze. Ja, okay, davon habe ich auch schon ein ganzes Teil eingesammelt. Sag mal, ist da auf dem Baum oben eine Truhe drauf oder was ist das? Was, eine Truhe? Wer springt denn da hinten runter? Ach so. Ist da echt eine Truhe? Warte mal. Ja, da ist so ein brauner Fleck drauf. Wo bist du eigentlich gelandet? Ich glaube, ich bin schon wieder disconnected. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich reconnecte dann mal ganz schnell. Okay, machen wir kurze Pause.